In unserer Sommersendung gehen wir heute in die nördlichste Gemeinde des Kantons Bern. Oder besser gesagt, ins nördlichste Gemeindli. Schelten hat nämlich gerade mal 37 Einwohner. Bevor wir uns das anschauen, jetzt aber die Schlagzeilen vom Tag. Kein Handyempfang, kein Internet, kein öffentlicher Verkehr, kein Fernsehen. Dafür aber vielleicht die kleinste Gemeindebadi der Welt. Das ist Schelten. Ein idyllisches Dorf, gerade an der Grenze zum Kanton Jura. Das kleine Dorf, das hat aber auch Probleme. Geldsorgen zum Beispiel und Probleme bei der Wasserversorgung. Über das reden wir mit der Marielle Curie. Sie ist Gemeindeschreiberin hier in Schelten, aber auch mit dem Andreas Bühme. Er ist Gemeinderat und auch Milchproduzent. Bevor wir aber zu Ihnen gehen, zuerst jetzt die Nachrichten vom Tag. Wir sind in Schelten mit der Gemeindeschreiberin, mit der Marielle Curie. Grüß euch wohl. Grüß. Ihr seid in Zürich gesehen, ihr seid in Moutier gesehen, in Biel gesehen und jetzt hier. Was hat euch hierher verschlagen? Also, ich habe meine Arbeit in Moutier verloren. Nach 15 Jahren bin ich in einem Atelier, also als Sekretärin. Und also, ich habe meine Kündigung bekommen. Und für eine Jüngere. Und zum Glück habe ich also da den Posten gefunden. Also das, weil ich Deutsch kann und Schweizerdeutsch auch. Und ihr müsst ja auch intern manchmal so ein bisschen übersetzen, oder? Der Gemeindepräsident redet Französisch, aber nicht Deutsch. Und die Gemeinderäte reden Deutsch, aber nicht Französisch. Genau, genau. Also Protokoll schreibe ich auf Deutsch. Also ja. ich sage auf Deutsch. Aber also, wir müssen also wirklich beide Sprachen reden. Also während Gemeinderat also, und auch Gemeindeversammlung. Also das ist genau das Gleiche. Ja, ja. Wir sind ja hier immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert. Seit 2018 gibt es keine Schule mehr hier, drei zu wenig Kinder. Hat das Dorf ein Problem, dass die Leute einfach immer älter werden und nichts Jungs aufkommt? Also das ist eben schon ein bisschen schade, würde ich sagen. Und zum Glück jetzt haben wir also eine neue Familie, also wo ein Kind geboren ist, also am 30. Mai. Und also seit 11 Jahren war es nicht mehr so. Wow. Also das ist, ja, ist wirklich super. Und yeah, ja, jetzt haben wir also nur noch zwei Kinder, die in der Schule in Solothurn gehen. Und das Problem ist natürlich auch, wir haben also keinen öffentlichen Verkehr. Verkehr, ja, genau. Und ja, Leute wollen nicht unbedingt dort kommen. Also ohne Auto ist wirklich nicht möglich. Und die Schulkinder, werden die, haben die Schulbusse oder wie werden die transportiert? Also das ist auch kompliziert. Also die Mutter bringt bis oben, also Schelten-Pass, nachher ein Bus kommt. Also, und ein muss noch einen anderen Bus nehmen bis Balzstall. Und ja, das ist also schon ein bisschen kompliziert. Also ich hatte vorher also etwa 3 Minuten gehabt und jetzt also ist es ja, schon ein bisschen länger. Ist nicht ganz attraktiv. Ja, so. Genau. Wir haben hier nicht mal 40 Einwohner, die hier leben. Aber offiziell, wenn man wirklich die Akten schaut, sind es 2800 und irgendetwas. Das hat irgendetwas mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Wie kommt das? Ja, genau. Also das war so. Also die haben die Heimathochter, glaube ich, heisst das. Genau. Voilà, genau. Gekauft. Also das war nicht so teuer. Das war auch einfach. Also das ist in einer Versammlung, Gemeindeversammlung bestimmt worden. Voilà. Und also so Leute dann nicht müssen den Krieg machen. Ach, dass die Ausländer gesehen, ja, genau. Die in den Krieg ziehen mussten. Und die haben gesagt, okay, wer muss nicht in den Krieg, die Schweizer, dann kaufen wir eine Heimat dort in der Schweiz. Ja, wir meinen, also, das ist auch schon wegen dem. Und also, das Geld ist, also, das ist auch gut, also, das Geld ist für arme Leute, also das Geld ist dort angegangen. Das heisst, man hat dort eine Einnahmequelle gehabt, aber das gibt heute ziemlich viel Aufwand für euch, oder? Das gibt euch Arbeit. Also ja, also arbeiten nicht. Also vor allem ist jetzt also Ausländer, die abstimmen, genau, wählen, ja. Wählen. Und also dort habe ich also zum Beispiel also die nächste, habe ich 42 Enveloppe zum Schicken. Und also das kostet uns wahnsinnig viel. Also, und schickt ihr das in die ganze Welt, oder was also, sind die Leute? Vor allem ist in Frankreich und Deutschland. Ja. Ja, genau. Okay. Also früher haben wir also einmal in Hongkong, einmal in England, jetzt nicht mehr. Aber, ja, ist lustig. Aber die Leute, die eigentlich nicht von hier sind, die kommen auch nicht wirklich daher? Oder wer verirrt sich noch hierher?
Also zum Beispiel einmal war ich, also bin ich dort und also, sie ist mit dem Velo gekommen und ich sie, also wir haben zusammen gesprochen. Sie hat mir gesagt, also ich komme aus Schelten, ich bin also Schelten, wie heisst das? Der Heimatort, voilà, oder Gebürtig aus, genau, so, ja. Ist Schelten, sie hat mir seine Identitätskarte gesagt. Und nachher hat sie unsere Wappen gesehen und also das sind, sie waren wirklich also so alt gewesen. Und sie hat mir gesagt, nein, also so geht es nicht. Also, ich tue ihnen Wappen offerieren. Eine neue Fahne? Ja, Fahne, ja, genau. Und ich habe es bestellt und sie hat das bezahlt. Wow. Genau. Ja, okay. Die Wochen, die bringen euch dann wenigstens genau. Also, also der Gemeindepräsident hat immer im Kopf, also er will einmal Fest machen mit eben alle Heimatorte Einwohner. Ja. Und ja, also das, aber wir können also Adresse nicht haben, also wegen Datenschutz. Datenschutz, voilà, genau. Wie ist es zum Arbeiten hier? Das haben wir jetzt dank euch erfahren. Merci vielmals. Wie ist es zum Leben hier? Das wollen wir jetzt schauen. Wir gehen jemanden besuchen, der hier ist. Ein Beitrag von der Sophie Christ. Am 7. Uhr geht die Sonne auf dem Scheltenpass auf. Auf dem Bauernhof von der Familie Hoffmann sind Zoe schon lange wach. Und auch die Kinder. Heute ist der erste Schultag. Ab in die Post, in die Schule. Die Kinder lassen noch die Tiere raus, bevor sie auf den Bus gehen. Für die Aileen geht sie in die 4. Klasse und für den Jonas in die 2. Die beiden gehen in die Primarschule zu Mümliswil, wo 11 km weit weg ist und Fahrt dorthin dauert 25 Minuten. Für sie ist es der erste Schritt in die grosse Welt, wo sie dann weiter in die Schule gehen und nachher auch eine Ausbildung machen. Guten Morgen! Unsere Kinder haben jetzt nicht nach der Schule irgendwelche Aktivitäten. Also sie gehen jetzt nicht in einen Sportverein oder so. Das ist für sie gar nicht von Interesse. Also sie sind einfach, wenn sie heimkommen, müde, wollen eigentlich gar nichts machen. Und von dem her kann wirklich eigentlich nur der Schulbus fährt unser Kind vom Hausplatz weg und bringt sie wieder dahin. Außerdem, wenn Zahnarzt oder irgend so etwas, das ist dann schon weit zum Fahren. Nachdem die Kinder gegangen sind, startet für Manjana Hoffmann und ihren Mann Simon der normale Arbeitstag. Beide arbeiten hauptberuflich auf dem Hof. Kennengelernt haben sie sich in der Schule zu Schelten, wo es die noch gegeben hat. An einen Umzug haben sie aber nicht gedacht, wo sie ihre Familie gegründet haben. Ich bin so schon aufgewachsen, also ich kann mir es gar nicht mehr anders vorstellen. Also gerade jetzt auch im Sommer könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwo in einer Stadt, wo jeder nebeneinander wohnt und heisse Strassen oder was. Also ich habe gerne einfach ein bisschen Luft, Platz für mich, wo ich wirklich für mich auch mich entspannen kann, aber auch arbeiten. Die Familie Hoffmann findet hier alles, was sie zum Leben brauchen. Seit 3 Monaten haben sie sogar Highspeed-Internet auf dem Hof. Ein Landwirtschaftsbetrieb kann man nicht führen ohne Internet. Das ist einfach vorbei. Das ist so viel, was man muss melden und machen. Das braucht Internet. Das ist, ja, ist einfach so. Und dann kam Corona, Homeschooling, und dann ist das Netz zusammengefallen. 3 Kinder, die Daten abladen, aufladen mussten. Ja, und dann habe ich ein Telefon gemacht und gesagt, ich muss eine Lösung haben. Und dann hat das sehr schnell funktioniert. Und innerhalb von einer Woche haben wir unlimitierte Daten gehabt. Das Ehepaar fühlt sich aber nicht isoliert. Sie wohnen einfach abgelegen. Nach dem Besuch bei der Familie gehen wir jetzt zum Andreas Bühlmann. Er hat Milchkühe oben und ist auch Gemeinderat. Grüß dich, Herr Bühlmann. Grüße. Einen schönen Fleck hat er euch ausgesucht. Aber ausgesucht ist eigentlich falsch, ihr seid hier geboren, gell? Mhm. Das ganze Leben hier verbracht. Ja, einfach mit Unterbrüchen. Und... Wann seid ihr weggegangen? Ja, nach der Schule bin ich in die Stifte. Und dort bin ich mit 4 Jahren voll gewesen. Dann bin ich noch ein bisschen arbeiten auswärts. Oder ja, das war nicht weit weg. Und dann bin ich auch nicht daheim gewesen. Und nachher dann wieder hier. Sind wir wieder heimgekommen, einst. Und jetzt würdet ihr hier je wieder weggehen? Ja, es gibt an anderen Orten auch schöne Plätze. Okay. Die Wasserversorgung, wie geht das genau? Also die Dungen, die sind der Gemeinde angehängt. Mhm. Einfach die Gemeinde hat Wasserversorgung und also ich habe meistens genug Wasser. Mhm.
Und die oben raus, die haben ja auch ein bisschen ein Problem im Sommer. Ja. Die müssen selber schauen, oder? Aber da ist ein Projekt, ich weiß nicht ganz genau, wie weit das schon ist und wer sie hier alles anhängen. Aber das Ziel ist, dass einfach alle müssen anhängen müssen. Mhm. Viele haben einfach das schon ein Problem jetzt. Mhm. Seit dem 03. Was war im 03? Ja, die trockenen Sommer. Und das steigt und steigt, also das Problem geht nicht mehr weg, oder? Oder wie habt ihr die, also die letzten Jahre erlebt? Die oben raus, die müssen Gänge führen. Ja. Alle Jahre etwa müssen die Wasserrochen führen. Mhm. Und das kann es nicht sein, irgendwie. Ja, ist ja auch mit dem Aufwand verbunden, oder? Ja, und auch Kosten, oder? Das wird ja hier auch ein bisschen schwierig sein, ja, Kosten haben wir natürlich auch, oder? Wo immer im Netz angehängt sind. Bei uns kommt einfach an Weihnachten eine Rechnung, oder? Und sie haben das nicht, oder? Ja. Sie können einfach den Hahn aufschrauben und kommt Wasser, oder? Oder die eben nicht. Oder die auch nicht, ja. Und dann können sie sagen, ja, das ist das ja nicht so tragisch, wenn man muss Wasser führen muss. Aber eben für die Viecher, ja, die sollten dann schon Wasser haben, oder? Ja. Für die Leute ist das nicht so tragisch, oder? Die können es. Die können etwas kaufen. Ja, das kann man zum Glück den Tieren noch nicht geben. Ja, wird es ein Tier. Ja. Ja, und hier habt ihr ja noch eine wichtige Aufgabe. Ihr seid im Gemeinderat. Also so Internet, Handyempfang, das wäre etwas, was man sich vielleicht schon noch vorstellen könnte hier oben, oder? Ja, das ist momentan ganz lustig, oder? Weil, ja, das Internet, so wie ich weiss, sie sind am Grübeln, am Glasfaserkabel hochziehen, muss den Baustellen noch. Und das sollte ja irgendwie Ende des Jahres laufen. Mhm. Und sie wollen eine Antenne stellen. Aber eben, da gibt es Einsprüche. Das auch noch. Aber also, habt ihr denn überhaupt ein bisschen Internet, ein bisschen, oder wie lebt ihr hier? Fernsehen? Also das, was wir hier machen, das seht ihr glaube ich gar nicht, weil ihr könnt es gar nicht schauen, oder? Nein, das Internet ist schwach. Ja. Und ja, einfach wenn es immer dreht, dann fällt es mir auch von an. Ja, das stellt man lieber ab. Das stelle ich lieber ab, oder? Und wenn mehrere, ich merke es, aber jetzt, wenn die Gemeinschreiberin im Internet ist und etwas abladen, dann wollen sie da nicht mehr wissen, oder? Ja, da ist die Kapazität. Da ist das Kabel, das hier runtergeht, viel zu klein, oder? Und, aber man lebt mit dem. Mhm. Also mir stört es. Ja, mir stört es nicht gross, ich brauche es nicht unbedingt so viel. Und was ist aber das, was ihr würdet ganz fest vermissen, wenn ihr tatsächlich mal eines Tages fortgehen würdet? Also die Kollegschaft ist hier sehr gut. Mhm. Also, das gibt es höchst selten, dass man irgendwie mit dem nicht auskommt, oder? Ja. Aber, ja, solche gibt es überall, aber also jetzt mit 90%, da kann ich ein Telefon machen und ich bin im Seistreck und da kommt einer und da kommt immer einer, oder? Man kennt sich auch schon ewig, ja, oder? Ja, aber das muss, ja, es muss auch gepflegt sein, oder? Man muss die halt auch einmal springen, wenn einer anders ein Problem hat und so. Und das, aber das ist doch hier noch wirklich gut. Also, was man hier eben unter anderen Orten gehört, ist, haben wir es hier eigentlich noch gut. Also unter der Nachbarschaft kann ich jetzt wirklich nichts sagen. Andreas Biemann, merci vielmals, dass wir hier schauen durften, wie ihr hier oben daheim seid. Das war ganz schön. Merci vielmals. Ja. Ja, das Problem mit dem Wasser, das haben ganz viele kleine Gemeinden, zum Beispiel auch Rütti bei Büren. Dort ist es das Problem mit dem Chlorothalonil. Das gehen wir schauen. Morgen im Info.at. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin einen ganz schönen Abend. Macht's gut. Bis gleich. Adieu miteinander.